und herzlich willkommen zur Woche 2 des rauseste lustvolle Programms für nur 25 Euro. Mein Kind hätte eigentlich im Laufstall stehen sollen, aber sie hat gestreikt. In dieser Woche stelle ich vor allem fest, dass ich fast nur von Kartoffeln lebe. Kartoffeln haben zwei Vorteile: sie sind spottbillig und man kann sie schnell zu Matsch verarbeiten und sie einem Baby verfüttern. Was mit allen anderen Kohlenhydraten nicht so gut geht. Und daher habe ich am 12. Tag schon den zweiten 2,5 Kilo Sack Kartoffeln gekauft. Daher ging dieser Monat auch nur mit 3 Säcken Kartoffeln. Also 7,5 Kilo Kartoffeln statt 2. Ja, aber ja, spottbillig. Spottbillig Kartoffeln. Und lecker, egal. Also, ja, die zweite Woche lief halt auch wieder aufgrund dessen, weil ich da eingespart habe. Normalerweise kann man ja im Raus aus der Lustvoller Programm auch so richtig, richtig teuer einkaufen, wenn man das möchte. Man kann Quinoa einkaufen oder diverse sonstige, mir fällt jetzt gerade nichts ein, oder ich bin abgelenkt. Sachen. Und das habe ich alles nicht gemacht. Ich habe wirklich die totalen Basics gegessen. Glutenfrei und vegan und das trotzdem nur für 25 Euro. Aber seht selbst, nachdem ich dieses Mal auch wieder erwähne, dass dieses Video präsentiert ist, vom Raus aus der Lustfalle DIY, dem Selbstlernkurs zum Raus aus der Lustfalle Programm, mit dem man sich eigenhändig aus seiner Esssucht befreien kann. Viel Spaß! Das ist Tag 2 der zweiten Challenge-Woche und der insgesamt 11. Woche meines Experiments. Ich habe endlich wieder Bananen. Die sind schon wieder sehr, 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 sehr knapp gewesen. So knapp, dass Lilly und ich uns heute Morgen ein Frühstück gemeinsam teilen mussten und ich für sie nicht separat eins mit einer halben Banane gemacht habe. Ich war bei Aldi und anschließend bei DM. Und ich habe hier meinen ersten Reis seit Dezember gekauft, seit irgendwie Anfang Dezember. Ich esse tatsächlich nur 1 Kilo Reis und ich habe Potenzial für 2. Ich glaube aber, der ist ein bisschen teurer geworden. 2,65 Euro bei DM. Natürlich Bio, also von daher trotzdem nicht schlecht. Aber ich habe Budget 2 Kilo Reis für 5 Euro. Also wäre ich damit 30 Cent drüber. Kann auch sein, dass es die Inflation war in diesem Fall. Ordentlich Bananen, wie gesagt. Neue Haferflocken, Brokkoli und auch endlich Möhren. Und morgen muss ich einen neuen Sack Zwiebeln kaufen, den ich ja letztes Mal bei Lidl gekauft habe, der mich 3 Monate ungefähr, der 3 Monate gehalten hat. Es müssen ungefähr 90 Zwiebeln drin gewesen sein, denn ich habe eigentlich jeden Tag eine gegessen. Für 99 Cent ist das natürlich der Wahnsinn. So, das ist das. Das hat gekostet 7,53 Euro. So, das sind die Einkäufe heute. Ich war bei Aldi Zwiebeln kaufen. Die haben nur Kilo, nicht 2 Kilo, eigentlich für 49 Cent statt 99 Cent für 2 Kilo. Damit ist beim 2-Kilo-Preis Aldi 1 Cent günstiger. Und die Bananen, 85 Cent haben sie gekostet. Also habe ich zusammen ausgegeben 1,34. An Tag 3 übrigens, beziehungsweise Tag 10, daraus ist die Lustvolle Challenge. Das ist Tag 4 der zweiten Challenge-Woche. In Ermangelung anderer Kohlenhydrate habe ich Kartoffeln gekauft und, weil man sie immer gebrauchen kann, Bananen. Und ich habe keinen Platz hier, weil ich gerade am Kochen bin. Und normalerweise in der Challenge esse ich nicht so viele Kartoffeln. Vor allem, weil ich habe ja nur, also ich bin jetzt quasi heute ist der 12. und ich kaufe den zweiten Sack Kartoffeln. Was viel zu früh ist, denn ich habe ja 5 Kilo. Aber Raus aus der Lustfalle Challenge hat normalerweise für mich so Sachen wie Quinoa drin oder Hirse oder mehr Hülsenfrüchte-Nudeln. Das habe ich jetzt alles nicht, weil das alles zu teuer ist. Also bleibt mir quasi nur Reis und Kartoffeln. Und Reis hatte ich gestern und Kartoffeln sind einfach Baby-idealer und halt auch spottbillig. Spottbillig, 1,29 verglichen mit Hirse oder Quinoa oder so. Also Raus aus der Lustfalle Challenge. Ist dann billiger, wenn man vor allem Kartoffeln nimmt. 2,36 € war das übrigens, dass das beides gekostet hat. So, das ist Tag 5 der zweiten Woche, beziehungsweise Tag 13 der Raus aus der Lustfalle Challenge. Ich war bei Aldi,
Es gab Brokkoli, Bananen und Haferflocken für 3,16 €. So, und morgen brauche ich wohl Algen. Die habe ich bestimmt jetzt 3 Monate. Die kosten 5,50 €. Gibt es auch in kleiner. Wakame ist das übrigens für Jod. Mal überlegen, wie ich das deichsel. Da habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. An Tag 6 ist das das Einzige, was ich an Essen gekauft habe, außer Katzenfutter. Stangensellerie von Aldi für 99 Cent. Es gibt Linseneintopf, für das ich alles andere schon habe, nämlich Möhren. Möhren, Petersilie habe ich in, im Topf. Und Kartoffeln natürlich. Und hier sind meine Einkäufe für Tag 7 und 8 der zweiten Challenge-Woche. Also es ist, geht dann für inklusive den 16. Ich habe ausgegeben, jetzt bisher, nein, also jetzt diese Woche 18,46 € und bisher diesen Monat bis zum 16. Entschuldigung, 43,33 €. Das war sehr sparsam. Und die nächste Woche hat natürlich auch wieder. Mist. Ich habe mein Handy zugeschaut beim Frühstücken mit Lilly. So, oder? Mit Haferflocken. Das war dann, also die nächste Woche geht bis zum 24. Auch die hat wieder 8 Tage quasi. Und die letzte Woche im Januar hat dann nur 7 Tage. Ne? Und dann haben wir 31. Die Raus ist so lustvolle Challenge ist natürlich aber schon am 21. vorbei. Vielleicht sollte ich da mal einen Zwischenstand machen. Und die Bananen, die sind natürlich meine Süßigkeiten, meine Süßigkeitenkompensation. Und meine Kalorienfülle, denn ich stille ja. Ja, das war's. Wir sehen uns nächste Woche.